ist Rajputrana Hamza. Ich komme aus Gujramala. Das ist ein Dorf in Pakistan. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Hobbys sind Cricket spielen, Fußball spielen und kochen. Und ich bin Schüler und ich bin Muslim. Aber vor allem bin ich ein Mensch. Ich habe letztes Jahr angefangen, Deutsch zu lernen. Danach habe ich A1 und A2 geschafft. Das ist auch ein Deutschkurs. Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich nur an mich gedacht. Ich dachte, dass ich nur ein Mensch bin. Über andere Leute und über andere Religionen habe ich etwas Falsches gedacht. Ich dachte, die sind keine richtigen Menschen. Nur die Muslims sind richtige Menschen. Aber jetzt wohne ich mit den Leuten aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Religionen zusammen und die sind auch genauso wie wir sind. Das habe ich hier gelernt und es tut weh. Das habe ich hier gelernt und es tut weh, wenn ich irgendwo 2 Jahre in die Schule gehe und am Ende bekomme ich das, was ich gar nicht gedacht habe. Die zeigen uns die Träume und danach machen die selber kaputt. Seit ich die negative Antwort bekommen habe, fühle ich mich so, als ob die Leute mich aus dieser Welt rausgeschickt haben. Wir haben jeden Monat bis zu 200 Euro bekommen, das von euren Steuern bezahlt wird. Wir gehen schon in die Schule und möchten in Deutschland eine Ausbildung anfangen und danach auch arbeiten. Dann können wir später die Steuern zahlen, mit denen ihr uns jetzt geholfen. Ich verstehe die deutsche Politik nicht ganz. So können wir hier wohnen und bekommen sogar noch viel Geld, was euch doch sehr viel kostet. Dann gehen wir auch in die Schule, machen Praktika und suchen eine Ausbildungsstelle. Wir sind zu diesem Zeitpunkt schon sehr gut integriert. Und dann schickt ihr uns trotzdem wieder weg. Das ist sehr schwierig für uns. Deutschland hat uns zuerst sehr viel geholfen, worüber ich auch sehr dankbar bin. Aber trotzdem muss ich wieder gehen. Ich war einmal mit meiner Cousine dort spazieren gegangen und wir haben eine Bombe gehört. Und ich habe viel Angst und mir so wie schwindelig. Und danach, wenn ich habe gesehen, ich war in einem Krankenhaus. Und ich habe meine Füße verlassen, ein bisschen. Und dann ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Ich möchte nicht hier mehr bleiben. Sie hat gesagt, warum? Ich habe gesagt, ich kann nicht hier bleiben, wenn hier Terroristen oder hier ist immer noch Krieg. Ich habe eine Fahrkarte gekauft von Gujramala nach Quetta. Das ist auch eine Stadt.
Ein Mann hat zu mir gesagt, hast du 5000 Rupee, das ist unsere so ungefähr im Euro, 500 Euro. Der hat gesagt, hast du 500 Euro? Ich habe gesagt, warum? Vor was? Der hat gesagt, wenn willst du etwas essen oder wenn willst du weiter reisen, dann du musst du erst 500 Euro bezahlen. Wir haben auf den Berge gelaufen und das war wirklich schwer. Und wir sind so hoch und wir haben viele Themen über für Themen. Wir haben Angst, zum Beispiel, wenn iranische Militär kommt, dann der denkt nicht, wer ist und einfach der ist mit Pistole oder mit egal, was hat er. Ich denke nicht, ihr seid Mensch oder Pakistanisch oder so. Dann einmal mein Mann kommt und der hat zu uns gesagt, wenn die Militär sieht euch, dann wirklich, vielleicht er mag euch tot oder. Dann wir haben noch viel Angst. Aber Gott sei Dank, wir haben das geschafft. 2 Wochen, wir haben gar nicht gegessen. Nur Wasser und manchmal wir essen Tomaten oder Gurke. In Türkei, ich habe meine Arbeit, das alles fertig gemacht und danach, ich gehe nach Hause. Und die Polizei kommt und der hat gesagt, wer bist du und warum kommst du, was magst du hier? Ich habe gesagt, ich bin Hamza und so. Der hat gesagt, wo ist deine Hausweis oder? Ich habe gesagt, nein, ich habe gar nicht. Der hat gesagt, woher kommst du? Ich habe gesagt, ich komme aus Pakistan. Der hat gesagt, du darfst nicht hier bleiben. Dann der hat für mich Gefängnis und das habe ich gar nicht gewusst. Wie muss ich hier bleiben oder wie lange dauert. Aber der Polizei hat zu mir gesagt, wie viel hast du 50 Euro? Ich habe gesagt, leider, ich habe keine 50 Euro. Der hat gesagt, okay, dann viel Spaß. In dieser Reise, ich war 3-mal im Gefängnis. Einmal in Türkei und Griechenland und Ungarn. Die manche denkt jetzt, ich habe etwas geklaut oder deswegen ich war im Gefängnis. Aber nicht deswegen. Nein, das mein Fehler ist nur das, ich habe gar kein Papier oder Passport, weil ich ungemeldet bin. Danach habe ich dort ein bisschen länger gearbeitet und ich habe 1500 Euro verdient. Und das habe ich bezahlt. Und ich habe mit einem Schiff von Türkei nach Griechenland gefahren. Und das Schiff ist so wie Plastik. Ja, wir in diesem Schiff, wir sind ungefähr 85 Personen. Und das ist, dass wir wissen nicht, wie wir haben das geschafft, das Reisen, aber. Nach unten dem eine Brücke, ich habe eine Monat geblieben, weil dort niemand kenne ich nicht. Und ich habe das gesehen, ich kann nicht hier bleiben. Und gibt es gar nicht Essen und zum Essen oder arbeiten.
Dann ich habe mit meinem Vater gesprochen. Und er hat gesagt, ich habe zu ihm gesagt, ich habe kein Geld, ich brauche 1000 Euro. Dann mein Vater hat seine LKW verkauft. Ich war in Hungarien. Ich habe dort 15 Tage Gefängnis. Und die Polizei hat meine Finger abgedruckt und das alles, meinen Namen und alle registriert. Danach, ich habe von Ungarn nach Österreich gefahren mit dem Zug. Dann ich habe von Österreich nach Münich gefahren. Es war ich, habe ich viel Hunger und ich habe gar kein Geld. Dann ich habe eine Polizei gesehen und ich habe mit ihm gesprochen. Entschuldigung, ich musste etwas zum Essen brauchen. Können Sie mir helfen, bitte? Und, aber leider, die verstehen nicht meine Versprache. Ich habe gesagt, ich habe mit Körpersprache. Und der hat gesagt, was so, du hast Hunger. Dann der hat für mich etwas gekauft und ich habe gegessen. Und der hat gesagt, wer bist du? Und wie kommst du hier? Hast du Passport oder etwas, dein Papier? Ich habe gesagt, ich habe gar nichts. Danach er hat meine einen Finger abgedruckt und ein Bild er hat gemacht und meinen Name registriert. Ich war in einem Camp und ich habe gesehen, viel Essen und das alles dann. Vielleicht, das kennen sie nicht, aber wirklich, das war für mich so wie lustig und Glück. So wie du gesagt, du hast Schwein gehabt. Super. Ja, der Versuch auch das, aber wenn ein Moslem sagt, du hast Schwein gehabt. Aber das habe ich schon erklärt. Ja. Zuerst bin ich Mensch. Ja, schon, ja. Schon klar. Das ist in diesen Reisen, ich habe gar nicht gewusst, welches Land bin ich jetzt. Ich habe nur auf dem Auto die Nummerplätze gesehen. Griechenland, Türkeiland, Türkisch. Und, oder Hungarien. In Pakistan oder in Asien, ich glaube, manche das gar nicht kennen von Deutschland. Ich habe nur gehört, Germany oder German. Ich habe mit einem Mann gesprochen, wo sind wir jetzt eigentlich? Und der hat gesagt, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sind in Dänemark. Ich habe gedacht, oh, schade. Warum? Ich wollte nicht nach Dänemark fahren. Ich muss nach Deutschland fahren. Direkt. Oh ja, ich wollte auch, aber jetzt, ich glaube, wir sind in Dänemark. Im ersten Tag, ich war in der Schule und meine Lehrerin hat zu uns gesagt, sie hat zu uns etwas erzählt und sie hat gesagt, ihr seid in Deutschland. Dann ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Sie hat gesagt, ja, ich habe gesagt, was ist Deutschland? Ich dachte, vielleicht ich bin in Dänemark. Sie hat gesagt, das ist Deutschland. In unserer Sprache heißt Deutschland, auf Englisch ist Germany. Ich habe gedacht, oh, scheiße. Jetzt gerade, manche denken, was gefällt dir? Warum kommt ihr in Deutschland? Mir gefällt es die Deutschen, die Menschen.
Zum Beispiel jetzt, ich will als Altenpfleger werden. Wenn ich in Pakistan bin, dann das kann ich nicht. Nur wenn mein Vater oder zum Beispiel jetzt mein Vater ist LKW-Fahrer, dann muss ich LKW-Fahrer sein, weil mein Vater LKW-Fahrer ist. Ich sehe jetzt meine Zukunft. Was muss ich jetzt machen und danach, was bekomme ich? Aber jetzt, ich habe nichts genau Deutsch, nicht richtige Deutsch gelernt, aber jetzt, ich kann ein bisschen. Was gefällt dir an Deutschland? Kartoffel. Gefällt dir? Ein anderer Grund ist der sexuelle Missbrauch auch Minderjährigen durch Erwachsene in Pakistan. Ich hatte auch davor immer Angst. Im März 2016 ist das dann meinem Bruder passiert. Er hat nach seinem Streit mit meiner Mutter das Haus verlassen und ging zu meiner verheirateten Schwester, die in der Nähe wohnt. Später ist er an den Fluss, um zu baden. Nachdem er nicht zurückkam, haben sie ihn gesucht. Ein Nachbar hat dann erzählt, dass seine Leiche gefunden wurde. Meine Eltern haben die Polizei informiert. Die haben gesagt, dass es ein Unfall war und weiter nichts vernommen. Der Arzt, der den Tod meines Bruders feststellte, hat aber gesagt, dass es Würgemale und Spuren von Schlägen gibt. Mein Vater hat das der Polizei gesagt, dass und wenn wir als Täterin Verdacht haben, der Mann, den er einen Verdacht hatte, ist aber der Bruder eines Politikers. Deshalb wollte oder konnte die Polizei wohl nichts unternehmen. Mein Bruder war 7 Jahre alt. Ich hätte davon Angst, in ein Bombenattentat zu geraten oder wie mein kleiner Bruder sexuell missbraucht und getötet zu werden. In unserem Dorf gab es auch einen weiteren Zwischenfall mit einem getöteten Jungen. Die Polizei konnte und wollte wieder nichts unternehmen. Die Polizei dort kann sich nicht einmal selbst schützen, wie das jüngste Attentat zeigt. Mir ist nicht wichtig, was andere tun oder denken. Ich hatte Angst und wollte mich in Sicherheit bringen. Auch mein Vater hätte immer Angst, dass etwas passiert und mich abends nichts aus dem Haus gelassen. Ich selbst traute mich auch bei Hitze nicht aus dem Haus, aus Angst, dass etwas passiert. Mein Betreuer hat zu mir angerufen und der hat gesagt, wann kommst du heute nach Hause? Ich habe gesagt, ja, ungefähr 14 Uhr oder 15 Uhr. Der hat gesagt, ja, ich habe etwas für dich, schlechte Nachricht. Ich habe gesagt, okay, dann nach dem Unterricht komme. Danach, der hat zu mir gesagt, du hast eine negative Antwort bekommen von der Bank. Das war so wie von mir wirklich, so wie ich ein Tod oder so. Und der hat gesagt, mach dir keine Sorge. Das ist normal. Vielleicht wir schaffen wir nochmal
angesprochen und ich hoffe, dass wir es schaffen. Dann ich habe gesagt, okay. Und einmal, ich war mit meinem Betreuer beim Rechtsanwalt und der hat gesagt, nein, du hast nur 2 Wochen Zeit, du kannst nicht jetzt hier bleiben, du musst jetzt andere Land oder meine Heimat schicken. Dann danach mal, ich habe mit meiner Lehrerin gesprochen und sie hat gesagt, ja, das ist schwierig, aber wir kämpfen. Noch eine Sache. Manchmal die Deutschen denken, die Flüchtlinge sind so wie Tier. Aber wirklich, wir sind nicht Tier. Wir sind auch Mensch, so wie du.